Bruce Lee und Jackie Chan wirbeln mit nacktem Oberkörper und Stirnband durch die Gegend und machen alles kurz und klein, was sich ihnen in den Weg stellt. So habe ich mir zumindest als Kind Kung-Fu vorgestellt und viele andere wahrscheinlich auch. Dabei ist diese Kampfkunst eine ganz sanfte und geradezu meditative Angelegenheit, die man in den chinesischen Bergen genauso betreiben kann wie in den mecklenburgischen Wäldern. Kung-Fu, die uralte Kampfkunst. Der Rostocker Felix Fechner trainiert, seit er 5 ist. Sogar bei den Shaolin in China hat er gelernt. Das Ziel von Kung-Fu als Kampfkunst ist es, durch das Training gesund zu bleiben, sich körperlich und geistig zu entwickeln, aber sich natürlich auch verteidigen zu können, also sich schützen zu können. Und das aber auch nicht nur gegen einen potenziellen Gegner, der mir auf der Straße begegnen kann oder so, sondern aber auch den vielen Konflikten im Alltag gegenüber. Überleben in der Natur und Kung-Fu, für Felix Fechner gehört das zusammen. In der Mecklenburger Wildnis organisiert er deshalb Kung-Fu-Wanderungen mit Survival-Camps. Okay, wir sind jetzt also hier und unser Camp, wo wir übernachten wollen, ist hier. Aufgabe findet heraus, welche Marschrichtungszahl das ist. Die Generation Smartphone versucht sich am Kompass. Ich finde es einfach schön, mich in der Natur zu bewegen, weil das Stadtleben irgendwie schon den Bezug zur Natürlichkeit irgendwie einen verlieren lässt. Aber es sind ja knapp, vom logischen Menschenverstand ist ja klar, oben auf der Karte ist Norden. Sich zurückzubesinnen, okay, wie sind die grundlegenden Züge der Orientierung? Das heißt, mit Kompass und Karte, vielleicht mit Hilfe der Sonne. Wenn ich jetzt keinen Kompass hätte, könnte ich das auch anhand des Sonnenstandes jetzt rausbekommen. Und weitere Aufgaben warten. Kung-Fu bedeutet wörtlich durch harte Arbeit erworbene Fertigkeiten. Einen kleinen Eindruck davon bekommt die Gruppe jetzt. Dann werdet ihr als erstes ein Auge bilden. Zapp, und zwar so, dass das nach rechts gehende Ende oben liegt. Dann taucht diese Schlange, könnte ich das vorstellen, von unten aus dem Teich auf und das andere Ende. Da wird der Knoten festgezogen und ihr habt den Palstick. Die Knotenkunde benötigen sie für den Aufbau ihres Lagers. Wenn Felix alleine unterwegs ist, benutzt er dazu nur Farn und Äste. Die Plane, die Komfortvariante für Survival-Anfänger. Fühlt sich warm an, gemütlich mit der Isomatte. Ich bin ganz aufgeregt. Die nächste Lektion: Anlegen einer Feuerstelle und Rinde anzünden mit dem Wetzstahl. Und das war es. Das ist ihr Lager. Mehr Luxus gibt es an diesem Wochenende nicht. Auch die Shaolin-Mönche leben spartanisch. Ganz oft wird Kung-Fu nur als Kämpfen verstanden. Im Originalsinn ist es eher eine Kampfkunst. Das heißt, es beschäftigt sich mit dem Leben selbst. Und ein Grundbedürfnis im Leben ist eben das Bedürfnis nach Schutz und Wärme. Endlich ist es soweit. Training unter freiem Himmel. Ich drehe hinten ein, hier raus bin beim Rückwärtsdrehen. Und wenn ich hier vorne den Stock vertikal habe, komme ich ins Vorwärtsdrehen hier drüben. Das ist einfach wunderbar, hier in der Natur draußen im Wald zu sein und einfach sich zu bewegen und natürlich auch was zu lernen. Asiatische Kampfkunst passt perfekt in den Wald. Weil Kung-Fu oder die Kampfkünste eben in der Natur entstanden sind. Das heißt, sie lassen sich inspirieren von verschiedenen Phänomenen, wie zum Beispiel, wie wächst ein Baum, wie bewegen sich Tiere, wie gehen die Jahreszeiten ineinander über und. Und bei so einer Wanderung hat man vielleicht am ehesten die Chance, da anzukommen. Wildnis und Ursprünglichkeit. In der Sternberger Seenlandschaft kann man das noch erleben.